Hallo meine Lieben, heute habe ich frei, heute gehen wir mal an den Strand und der ist gleich hier vorne und deswegen habe ich auch Samstag und Sonntag geschlossen, mein Café, weil ich da mir selber ein bisschen schöne Zeiten in Alanya gönnen möchte. Warum kommen wir denn sonst her? Übrigens werde ich heute ein paar Sachen erzählen zum Auswandern und dass ich es halt nicht verstehen kann, wenn man es nicht macht. Ne? Okay, bis gleich. Videos, ja, wisst ihr, dass wir es nicht weit haben zum Strand und dass wir hier auch alle möglichen Pflanzen haben und dass man hier niemals verhungern kann. Dank den Maulbeerbäumen, dank den Bananenbäumchen, dank den Mispelbäumchen, dank den Bauern in der Umgebung. Ja. Und deswegen empfehle ich auch immer Kestel meistens oder hauptsächlich. Also Kestel ist der Stadtteil von Alanya, weil man halt hier nahe am Strand ist. Und diese Straßen dann ist weg, sobald man über die Straße geht. So, und jetzt ist die Ampel rot. Dann drücke ich mal auf Pause. So, und jetzt, also hier ist die Total-Tankstelle und da, gleich dahinter ist mein Café an der Hauptstraße. Und das hier ist Kestel. Das ist Kestel. Maximale Bauhöhe, 5 Stockwerke und ich rieche schon den Strand, ich rieche schon das Meer. Ich empfehle niemanden an der Hauptstraße eine Wohnung, weil es dann einfach zu laut ist. Und wenn es jemand doch macht, ist es seine Sache. Ja, und jetzt zeige ich euch mal, warum ich hier lebe. Was soll man denn dazu noch sagen? Ne? So, jetzt stelle ich mal die Kamera wieder um auf andere Sicht. So, hier noch die Umgebung hier von Kestel. Ja, das ist schon sehr schön. Ne? Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das ist die Umgebung von unserem Beach Club und da schmeckt es wirklich super. Der Salat ist köstlich, frisch gefangener Fisch, kann ich nur jedem empfehlen. So, so viel mal von mir, jetzt lasse ich es mir gut gehen, bis später. So, hier ist unser Beach Club, hier unten ist unser Beach Club, hier kann man Fitness machen, aktuell ist es gesperrt wegen Corona, Schwachsinn. Und selber lassen es. Lassen es doch dann gerüstet mit ihm. Die genau zu dir. Schochbegleitig. Good morning. Melba, hast du es? Ja, hier im Jochbeck-Litten ist, ja. Jochbeck-Litten ist. Ja, Witz. Wem sind das uns? Wenn wir Reklamvideo ja pium da. Geht schon seine Purda auch drüber durch.
Es gibt auch schönere Strände. Allerdings läuft man bei dem hier einfach über die Straße und ist halt dann hier. Ja. Sehr schön und ein angenehmer Wind ist auch gerade. Dann flatsche ich mich jetzt mal dahin. Ja, meine Lieben, es ist nichts los, aber es ist, kann man nichts ändern und was soll's. Und manche regen sich darüber sehr, sehr auf. Bringt doch alles nichts. Man braucht sich über gar nichts aufregen. Die Situationen sind so, wie sie sind. Und ehrlich gesagt, mich stört es nicht. Es ist okay. Und also jeder, der Kinder hat, sollte hierher kommen. Und alle meine Sachen, die ich jetzt euch sage, gelten an Türken und an Deutsche. Ja? Also nicht nur an Türken. Auch Deutsche sollten sich überlegen, ist das Leben okay so in Germany? Sind die Politiker in Ordnung? Machen sie was für das Volk? Und solche Sachen. Ich kontrolliere mal kurz das Mikro, ob man das jetzt gehört hat, was ich gesagt habe. Weil die Wellen erstens und zweitens der Wind. Also meine Lieben, wozu leben wir? Wozu sind wir da? Wollt ihr dafür jetzt eine Antwort hören oder macht ihr euch jetzt selber eure Gedanken? Ja? Ich bin dafür da, um meinen Kaffee umzurühren. Übrigens, dieser Beach Club von uns, der gleich bei uns vorne ist, 2 Minuten zu Fuß, der gehört natürlich nicht zu den Top-Edlen. Ne? Aber ist mir auch egal. Das Gute ist, man kann, wenn man möchte, wenn man was Edles haben will, geht man halt ein paar Meter weiter vor. Da gibt es halt dann wieder was Edleres. Oder fährt in die Stadt oder geht zum Cleopatra Beach. Da gibt es Top-Dinge und kostet halt auch dementsprechend mehr. Hier kostet der Kaffee, ich weiß es gar nicht mal, habe noch nicht mal gefragt, was er dieses Jahr kostet. Ist leider so ein Nescafé-Verschnitt, aber ist mir auch egal. Sorry, dass ich immer sage, ist mir auch egal, aber bei mir ist es wirklich so. Ich bin nicht so ein Kaffee-Ding. Wie heißen die Leute? Du musst den von dieser Maschine... die kostet 8.000 Euro, verbraucht 5 Kilowatt die Minute. Da muss er gemacht sein und da musst du die Press, der Druck auf die Kaffee muss so und so viel Bar und so viel Zeit. Bla 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 bla. Verstehst du? Dann bin ich ja nur am Jammern, wenn ich irgendwo mal hingehe und Kaffee trinke. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Ja? Ich will hier meinen Kaffee und der schmeckt nach Kaffee. Schmeckt nach Kaffee. Was willst du sagen? Und dazu nochmal Zigarette. Dann bin ich doch glücklich. Was soll's? So, jetzt geht's weiter wegen dem Auswandern. Ja? Mit Kindern, also Kinder lieben ja die Türkei, habe ich schon gesagt. Ich kann mich noch erinnern, wo ich in Germany in diesem Wellenbad war. Oh, ich halte mal meine Hand davor, dass der Wind nicht so viel Geräusche macht. Und was haben wir bezahlt? Ich und mein Sohn haben wir knapp für 2 Stunden 30 Euro bezahlt. Mussten ewig hinfahren, Parkplatz suchen. Dann ist scheiß Chlorwasser da. Und dann hast du auch noch Agro-Leute gesehen. Ob es jetzt deutsche Agro-Kinder waren oder ausländische Agro-Kinder oder was auch immer. Egal, die sind irgendwie nicht, die sind nicht richtig erzogen. Ja, die sind nicht richtig erzogen. Das ist das größte Problem in Germany. Ja? Die sind nicht richtig erzogen. Wie haben es meine Schweizer Auswanderer jetzt gesagt, die neulich erst angekommen sind?
immer ein kleines Kind und in der Straße, wenn sie rumlaufen, jeder will es küssen, jeder will es umarmen, jeder will mit dem Kind spielen. Kinderfreundlichkeit ohne Ende. Und in Germany wisst ihr ja, wie es ist. In Germany ist es so, wenn du eine Sekretärin bist, im sexy roten Kleid, die als Sekretärin arbeitet und keine Kinder hat und gar nichts, die hat ein höheres Ansehen als eine Mutter zu Hause mit drei Kindern. Ja? Das sind die Medien, meine Leute, meine Lieben. Ja? Kennt ihr den Film noch, Die Frau in Rot? Oder kennt ihr den Film noch mit Richard Gere und der, wie heißt die, wo sie eine Nutte gespielt hat? Ja, bestes Beispiel, ja. Und das hat alles kaputt gemacht. Ja? Familie, Familiensinn, alles hat es kaputt gemacht. Ja? Hier, schau her, müssen die Kinder jetzt hier 16 Euro zahlen? Sind sie im Chlorwasser? Haben sie irgendwelche Agro-Kinder in der Nähe, die dumm erzogen sind? Nein, haben sie nicht. Denkt an eure Kinder und kommt her und vor allem denkt an euch selber. Ja? Hier mal kurz 5 Dinge, die ich gewaltig hasse in Deutschland. Ja? Also wie gesagt, Leute, das ist keine Hetze gegen Deutsche. Nein, das ist eine Hetze gegen das System in Germany. Ja? Also 5 Dinge, die mich ankotzen in Deutschland. Du bist ein Sklave. 100% bist du ein Sklave. Und wenn jetzt einer sagt, ja, hier bist du es auch, mir wurscht. Hier merke ich es aber nicht so. Ja? In Deutschland merkst du es. Ja? Hier hast du Parkplätze. Ja? Hier muss ich nicht 1 Euro in einen Einkaufswagen reinschmeißen. Ja? Muss ich nicht. Und da musst du ewig laufen, um den wieder zurückzubekommen. Ich habe ihn mal stehen lassen. Ja? Oder in Germany, wenn du irgendwo geparkt hast, musstest du zum Parkautomaten laufen, dir so einen Zettel rauslassen und dann den hintun am Auto und dann wieder zurück. Und dann, wenn du vom Einkaufen zurück warst oder was auch immer, musstest du wieder zum Parkautomaten ewig laufen. Die haben ja nur Geld für einen einzigen in der ganzen Straße. Und dann wieder zurück und das bei Regen auch. In Deutschland gibt es ja meistens eh nur einen Herbst. Ja? Und du bist ein Sklave. Du bist ein Sklave in Germany, okay? Du bist ein Sklave. Nicht nur das. Da gibt es keine Dienstleistung. Also in Deutschland kannst du vergessen. Du wirst durchge-F-Wort bis zum Ende bei allen möglichen Dienstleistungen. Ja? Erstens die gewaltig langen Wartezeiten. Ja? Wenn ein Auto mal in Deutschland kaputt war, dann war es gleich eine Katastrophe. Ja? Hier, mein Gott, dann gehst du halt zu irgendeinem Reparateur und zahlst 200 Lira, was auch immer. Ja? Mit Teilen sogar. Ich habe doch schon mal ein Video gemacht. Ich habe auch schon erzählt, Klimaanlage, wenn kaputt ist in Germany, habe ich 2 Wochen auf einen Termin warten müssen, 2 Wochen, und musste dann 180 Euro zahlen, damit die dann mir sagen, dass die Klimaanlage kaputt ist. Ja? Da kannst du nur noch hier am Kopf fassen. Ja? Und hier rufst du an, wenn, dann kommst du noch am gleichen Tag. Oder Möbelkauf. Hier kaufst du ein Sofa, die bringst du am nächsten Tag nach Hause oder am gleichen Tag sogar noch. Ja? Oder du lässt dir hier extra was anfertigen, dann ist ein paar Tagen ist es da. In Germany musste ich 8 Wochen auf ein Sofa warten. Ja? 8 Wochen. Das gleiche mit Internet und allem möglichen. Wir haben hier ein sauschnelles Internet, sogar hier am Strand. Und günstig auch noch. Ja? Günstig auch noch. Internet zu Hause ist auch günstig. Ja? Wisst ihr, was ich zahle? Pass mal auf. 4 Megabit senden, nicht empfangen. Empfangen kannst du hier HD-Filme oder K4-Filme anschauen oder 8 Megabit oder 16 Megabit, je nachdem, wo du wohnst. Aber senden ist für mich wichtig. Ich bin doch ein YouTuber. Senden ist für mich wichtig. Und ich sende hier für 4 Megabit. Könntest du es vorstellen? In Germany sendest du nur 2x ISDN-Geschwindigkeit. Ja? Und wenn du dann schneller senden willst, musst du voll fett abdrücken. Ja? Ich zahle 55 Lira, das sind nicht mal 10 Euro im Monat für Flatrate und 4 Mbit senden. Ich sende ein
ein YouTube-Video mit 1 GB sende ich in gerade mal 15 Minuten. Ja? In Germany muss ich da 5 Stunden senden. Dann, so viele Sachen. Ach, ich mache mal noch ein paar Filme mal in Zukunft jetzt darüber. Ja? Aber jetzt fasse ich mich mal kurz, weil ich will noch meinen Kaffee trinken und meine Zigarette rauchen und auch noch ins Wasser. Leute, beeilt euch, beeilt euch. Ja? Und da muss ich aber meine Deutschen hier loben, die hier schon leben, obwohl sie die Sprache nicht können, aber die haben halt den Vorteil, sind meistens halt dann schon Rentner, ja? Die haben dringendes Geld. An alle, die immer fragen, was sie hier machen können. Ich habe das schon im letzten Video gesagt, es ist hier schwerer, es ist hier nicht so einfach. Ja? Gerade in Alanya, wo halt alles vom Tourismus abhängt. In Antalya ist es nicht so schlimm, in Bursa ist es auch nicht so schlimm, in Istanbul ist es auch nicht so schlimm, aber hier hängt vieles vom Tourismus ab. Das heißt, wenn jemand irgendwie Online-Geschäfte-Möglichkeiten hat, der kann hier super leben. Wenn jemand Texter ist oder was auch immer, irgendwelche Sachen online weltweit macht, das ist eine super Sache, das kann ich jedem empfehlen. Der muss hier leben, ansonsten ist er blöd. Ja? Und packt eure Koffer zusammen und kommt hierher, falls ihr Geld habt für eine Wohnung zum Kaufen, von wem auch immer, mir scheißegal, ob es von mir oder von jemand anders ist, mir scheißegal. Macht das, weil dann habt ihr eine gewisse Sicherheit, dass wenn ihr mal hier, wenn es doch mal nicht gut läuft, dann habt ihr wenigstens keine Miete zum Zahlen. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Ja? Also Leute, hier ist es geil und ich verstehe einfach euch alle nicht, alle die, welche in Germany leben und sich das Ganze antun. Ja? Das kranke Essen, das kranke Wetter. Ja, also. Ach übrigens, ich hatte neulich geschimpft. Ich hatte neulich geschimpft über die Gehwege hier in Kessel. Ja, aber ich muss das Ganze wieder korrigieren. Vor 5 Jahren war das alles noch Wiese, Feld und Wiese. Versteht ihr? Es dauert halt ein bisschen, bis die Infrastruktur aufgebaut wird. Ich teile bei Facebook oft Fotos von Italien, von den schönen Gebieten. Ja? Da langst du dir am Kopf, wie wunderschön das ist. Warum poste ich das? Weil ich will, dass es hier auch so schön wird. Ja? Hier haben wir aber auch so schöne Stellen, bei der Burg oder wo auch immer. Das kannst du halt nicht erwarten an Stellen, wo halt vor ein paar Jahren noch Feld und Wiese war. Versteht ihr? Also hier wird es immer schöner und der Lebensstandard für die Menschen wird immer besser. Die meisten Leute haben hier Wohneigentum, also 80% der Leute haben Wohneigentum. Ja, frag mal in Deutschland die Leute, da haben nicht mal 10% Wohneigentum. So, jetzt trinke ich meinen Kaffee und rauche eine Zigarette. Vielleicht schaffe ich ja heute noch ein Video. Also ihr seid alle geisteskrank, weil ihr euch das hier nicht antut. Ja. Das hier. Mit den freundlichen Menschen, mit dem günstigen Service. Ich zahle jetzt hier vielleicht... Ich gebe aber immer Trinkgeld auch, ja. 10 Liter wahrscheinlich wird es mich kosten. Wer hier was trinkt, der braucht keine Schirm und keine Liege bezahlen, ja. Okay, bye bye, bis zum nächsten Video.